Moin Freunde, willkommen bei mir im Garten und heute wird gegrillt. Heute wird etwas ganz Besonderes gegrillt. Vor einiger Zeit habe ich den Thomas kennengelernt. Und zwar den Thomas vom Lindenhof, vom Zwergziehbehof. Und der Thomas hat mir ein Stück Fleisch zur Verfügung gestellt. Was ganz Besonderes, eigentlich ist es auch unter anderem mein Lieblingssteak. Das ist ein Flanksteak, aber ich habe noch nie ein Flanksteak vom Zwergziehbehof gegessen. Das Zwergziehbehof an sich ist ein ganz besonderes Fleisch. Es ist sehr mageres Fleisch. Und es schmeckt nicht wie Rindfleisch. Es hat einen ganz eigenen Geschmack. Ich habe das schon mal gegessen, aber heute halt was ganz Besonderes. Und wir wollen nicht einfach nur einen Flank auf den Grill legen. Wo ich noch aufpassen muss, es ist ziemlich dünn. Wir kennen das normalerweise vom Flanksteak, dass es auch teilweise ein bisschen dicker ist, aber es ist ziemlich dünn. Heißt das Flank oder Flank? Flank. Okay. Frank. Aber Franksteak. Franksteak. Wir nennen den jetzt Frank. Okay, Franksteak. Okay. es ist ziemlich dünn, also es wird nur ganz kurz gegrillt. Ich denke mal von jeder Seite 1,5 Minuten. Hier sehe ich noch ein bisschen Silberhaut, die wird gleich runtergeschnitten. Und wir wollen aber zu diesem besonderen Steak, zu diesem besonderen Fleisch auch noch was Besonderes machen. Zu einem war ich diesen Herbst unterwegs, leider ein bisschen spät. Ich habe Steinpilze gesammelt, die habe ich mir dann, die habe ich gesäubert und klein geschnitten, eingefroren. Und diese werden wir heute dazu machen. Wir fangen sofort an. Ah, noch ein paar Zutaten. Beste Gewürzmischung zu Pilz ist natürlich Magic Mushroom. Und zum Verfeinern werden wir uns hier noch das Pyramidensalz nehmen. Und Zwiebel, Schlagsahne und etwas Creme Fraiche. Dazu nehmen wir Schmalz. Alles ein bisschen flutschig hier. Den Grill habe ich schon vorbereitet. Direkt im indirekten Bereich. Ey, Digga, das ist der erste Tag mit dem Scheißding. Mach mal locker, ey. Okay. Ich komme noch gar nicht klar. Um die Pilz anzubraten, nehme ich hier Schweineschmalz. Eigentlich, um alles anzubraten, nehme ich mittlerweile Schweineschmalz. Und das Ganze machen wir in der Gusseisenpfanne auf dem Grill. Normalerweise kennt man das von mir so, dass ich nur irgendwie ein Stück Fleisch mache, keine Beilage. Aber heute machen wir zu dem besonderen Fleisch besondere Pilze, Steinpilze selbst gepflückt oder gesammelt. Und ja, fangen wir einfach mal an. Das Wichtige, was ich jetzt so, wo ich mich informiert habe, bei Pilzen, die man ja so aus dem Wald hat, erstens sollte man sich auskennen. Zweitens, beim Zubereiten ist das so, nicht so wie bei Champignons, dass man sagt, ich esse die roh. Ne? Also man sollte diese schon mindestens 8 bis 15 Minuten garen. Dann kann man die verzehren. So, die Pilze kommen hier in die heiße Pfanne. Die werden jetzt erstmal, die tauen auf in der Pfanne und werden dann im Schmalz gebraten. Nach ein paar Minuten gebe ich dann die Zwiebeln dabei. Wenn das Ganze quasi schon fast fertig ist, ich weiß nicht, warum ich mir die Handschuhe angezogen habe, fertig ist, kommen dann die weiteren Zutaten. Aber wir werden die erstmal so weit braten, tue gleich die Zwiebeln bei und wenn die finalen Zutaten kommen, holen wir euch wieder dabei. Unsere Pilze haben jetzt schön Farbe bekommen. Schau mal da rein. Jetzt ist die Zeit gekommen, um die Pilze zu würzen. Also Zwiebeln habe ich schon reingegeben, damit die auch schön Farbe bekommen. Etwas Salz. Und Das war Pyramidensalz. Und halt hier von der Gewürzmischung halt für eine Pilzpfanne oder für Geschnetzeltes. Also alles damit verfeinern. Es schmeckt einfach pilzig. Also da sind die Gewürze drin, die halt auch da reingehören. Jetzt werden wir das Ganze nochmal umrühren. Und so wie wir die Pilzpfanne heute machen, so esse ich sie am liebsten. Und egal was für Pilze es sind, jetzt kommt hier ein Becher Sahne rein.
schieben die ganze, wir ziehen die ganze Geschichte so ein bisschen indirekt. Und was auch immer richtig gut ist, so ein Löffel Creme Fraiche da rein. Jetzt muss das Ganze so ein bisschen einreduzieren und dann ist unsere Pilzpfanne eigentlich schon fertig. Solange das hier so ein bisschen vor sich hin oder her köchelt, kümmern wir uns weiterhin um unser Flanksteak. Frank sein Steak. Man braucht für so ein... Was hast du denn in deiner Hand? Das Etikett ist nicht das, was da drin ist. Ach so, okay. Wir nehmen ein bisschen Olivenöl. Verreiben das. Von beiden Seiten. Die wurde doch schon so oft gestreichelt, die Kuh, oder nicht? Ja, die wird doch massiert ganz viel. Machen wir doch weiter. So. Und dann machen wir Folgendes. Wir nehmen uns hier so ein bisschen Salz. Zwischendurch gucke ich immer auf die Pfanne hier, dass da nichts anbrennt. Ah, sieht schon gut aus. Und riechen tut das. Also wirklich, Freunde, so Waldpilze sind nicht zu vergleichen mit Champignons aus dem Supermarkt. Das ist eine ganz andere Liga, sag ich mal. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt kommt hier so ein bisschen Salz drauf. Das Pyramidensalz hat eine Eigenschaft, dass das Salz nicht übertrieben salzig ist. Ich sag mal, Salz ist Salz, aber es ist nicht so, wenn man so nimmt und total Überschuss an Salz. Und deswegen nehmen wir das hierfür. Man kann auch normales Salz nehmen, man muss es halt dann dementsprechend dosieren. Eine schöne Farbe. Ist auch gereift hier, was ich sehe. Das bisschen Silberhaut haben wir uns abgezogen. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Ich werde die Pfanne so ein bisschen noch in den indirekten Bereich ziehen. Lass das gleich köcheln mit Deckel zu. Einmal noch umrühren. Ist schon fast fertig, wenn ihr sehen könnt. Das hat sich jetzt schon nur noch... Das Creme Fraiche hier muss sich noch ein bisschen auflösen. Aber ist schon super einreduziert. Ein bisschen noch, dann ist die ganze Geschichte auch gut. Ich habe gerade schon gesagt, das Steak braucht nicht lange. Deswegen direkte Hitze, Deckel zu, 1,5 Minuten umdrehen, das Ganze von der anderen Seite und auch in den indirekten Bereich ziehen. Normalerweise beim dicken Flanksteak mache ich das ungefähr 5 bis 7 Minuten. Hier werde ich mal so 4 Minuten. Wir wollen das ja nicht tot grillen, wir wollen noch ein bisschen Leben drin haben. Also bis gleich zum Anrichten. Freunde, unser Fleisch ist fertig. Es sieht auf jeden Fall schon gut aus und es riecht auch lecker. Schaut mal da, was da Schönes liegt. Die schöne Farbe und saftig ist es auch. Ich habe das vorenthalten, aber die Leute, die schon mal Flank gegessen haben, wissen, dass man das, ja, man sollte es schon mal so anritzen. Die Oberfläche habe ich von beiden Seiten jetzt gemacht. Da sieht man das. Boah. Beim Flanksteak oder Flanksteak ist es so, dass die Fasern so verlaufen. Wenn wir die ganze Geschichte nicht so ein bisschen die Oberfläche, so einen Millimeter anschneiden, kann es passieren, dass es wie eine Schuhsohle sich zusammenzieht. Ich glaube, das sieht man auch, ne? Oder? Ja, deswegen schneide ich das immer gerne an, damit das Fleisch halt diese Form, Struktur behält und damit das Steak nicht wie halt so eine vertrocknete Schuhsohle daherkommt. Freunde, aber lasst uns doch mal hier jetzt anrichten. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich mir das gedacht habe. Und es ist nicht tot, obwohl es zu dünn war. Es ist mega heiß. Ach. Ich hätte das große Messer nehmen müssen. Tu das nicht wärmefinger. Doch, es ist heiß. Aber
Das ist so ein, ich sag jetzt mal, so ein Ausgleich. So eine Hassliebe, weißt du? Dazu, dass wir hier bei der Kälte draußen stehen, bei, weiß ich nicht, 3 Grad oder so. So, Freunde, aufgeschnitten ist. Ich werde vorab ein Stück probieren. Schaut mal her. Da ist auf jeden Fall noch Leben drin. Wir haben es nicht zerstört. Hier. Weißt du das? Mega. Die Fasern sollten wir uns schon gegen die Faser schneiden, damit wir nicht diese lange Faser ziehen, sondern damit wir es vernünftig essen können. Aber ich werde es ansichten und wir müssen es gleich auch essen. Schaut mal her, wie saftig das ist oder wie saftig das geblieben ist. Super, super lecker. Mmh. Also ich sag euch, das ist so der einzigartige Geschmack des Zebu-Fleischs. Und jetzt kommen unsere Pilze dabei. Die kommen hier. Die werden da drapiert. Ein bisschen als Beilage. Schöne Waldsteinpilze. Super einfach zu machen, super schnell und super lecker. So, jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden uns hier so ein Stück Fleisch nehmen. Mit den Pilzen dabei. Man könnte es komplett übers ganze Fleisch geben. Da aber mein Kleiner das auch gerne essen möchte und keine Pilze mag, habe ich es jetzt daneben gelegt. So. Meine Hände zittern. Du bist auch ein bisschen außer Atem, was mich wundert. Du hast noch Fleisch geschnitten, Digga. Was ist denn da los? Er freut sich. Ist geil, grandios, ja. Grandios. Es passt wirklich alles zusammen. Das tolle der tolle Fleischgeschmack. Dann kommen die Pilze, das Sahnige, die Pilzgewürzmischung. Da, dem Ganzen gibt es nichts mehr. Dabei. Ist auch nicht versalzen? Bei der, nein, bei der, überhaupt nicht versalzen. Bei der Menge? Okay. Der könnte sogar noch eine kleine Prise. Okay. Die Röstaromen vom Fleisch. Freunde, ich kann euch nur allen empfehlen, sowas zu machen. Ich werde euch den Lindenhof verlinken. Falls jemand Interesse an Zebu-Fleisch hat, schaut da vorbei. Thomas, vielen Dank. Super netter Kontakt. Super Telefonat geführt. Und gern wieder. Und ich habe euch nur einen kleinen Spoiler, ich habe ein kleines Stückchen noch und da werden wir was ganz, ganz Besonderes draus machen. Bleibt dabei, bis zum nächsten Video, bis dahin.